Steffi oder Stefanie, darf ich das jetzt hier so sagen? Ich begrüße dich heute Morgen zu unserem Soul Talk-Gespräch und fange so an, dass ich dich direkt frage, wer bist du denn? Stell dich doch mal selber vor. Okay, ja, danke Karin, schön, dass wir jetzt dieses Gespräch führen, dieses Interview führen. Ja, mein Name ist Stefanie, aber alle nennen mich Steffi. Alle können mich Steffi nennen. Okay. Ich bin Unternehmerin. Mama, ich habe schon eine Tochter, die ist 5, bin gerade schwanger mit meiner zweiten Tochter, die kommt im März auf die Welt und ja, ich glaube, ich bin echt, glaube ich, würde ich sagen. Super. Und du bist ja jetzt, sag mal, seit wann im Online-Business unterwegs? Also ich bin jetzt seit, ich muss immer überlegen, 2,5 Jahren bin ich selbstständig, ich bin schon Leben lang selbstständig, ja. Aber seit 2,5 Jahren ist es wirklich so, dass mich mein Business glücklich macht, dass ich Freude daran habe, dass es läuft und ich unterstütze Menschen, hauptsächlich Frauen, beim Aufbau ihres ortsunabhängigen Business. Das heißt, mir geht es ganz stark darum, und meinen Kunden auch, um die Freiheit, von überall aus arbeiten zu können. Und auch um die Freiheit, selbstbestimmt zu arbeiten. Das heißt, ich gebe den Ton an in meinem Business. Ich realisiere Projekte, die mir Spaß machen. Und ja, um diese Freiheit geht es mir ganz stark, ist ein ganz wichtiger Faktor in meinem Leben, diese Freiheit, und genau das suchen auch und wollen auch meine Kunden. Also der Motor sozusagen, ne? Der dich da auch antreibt. Genau, genau. Und wenn du das jetzt gerade sagst, ne, 2,5 Monate, also 2,5 Jahre, das ist ja echt krass, weil also vom Gefühl her, also ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich dich kenne. Ich würde mal sagen, ja, ungefähr oder so. Ja. Also so grob. Aber da hat sich, also es fühlt sich schon viel länger an. Ne? Es fühlt sich einfach total, also wenn du da schon ganz lange auf dem Markt bist, an, so von der Präsenz her. Und erzähl doch aber einfach mal, wie das da hingekommen ist. Würde mich mal interessieren. Also ja. Das Leben hatte ich, du hast ja vorher was anderes gemacht. Und wie kam das denn? Also ich habe immer schon den Wunsch gehabt, selbstständig zu sein. Ja, es war schon immer immer schon wollte ich das. Und also seit ich, ja, also in die ist Jugendliche. Und ich bin dann aber ganz klassisch studiert und bin dann in einen Angestelltenjob gegangen und war dann viel unterwegs im internationalen Vertrieb und habe wirklich auch für tolle Firmen gearbeitet. Also für mich war für tolle Firmen, tolle Chefs auch gehabt und tolle Aufgaben gehabt und es war alles eigentlich immer super und die Leute haben mich gefragt immer, was willst du denn eigentlich, das läuft doch alles super. Und ich habe dann immer von diesem Jobgefängnis gesprochen, also obwohl ich ja nie so in diesem Jobgefängnis war, weil ich war immer viel unterwegs und ich war halt selten, dass ich mal einen ganzen Monat im Büro gesessen bin. Aber dieses Gefängnis, es war bei mir einfach im Kopf, dieses jemanden fragen zu müssen, auf jemanden angewiesen zu sein, dass mir jemand Geld aufs Konto schickt, was natürlich auch seine Vorteile hat, also absolut. Aber für mich war das immer eben so wie so ein Gefängnis für mich. Und dann habe ich gesagt, so, und wenn ich jetzt nicht aussteige aus dem Job, dann werde ich es nie machen. Und ich habe dann ein Angebot bekommen von einer kolumbianischen Bademodenfirma, einen Online-Shop aufzubauen. Und das habe ich dann gemacht und das war irgendwie der totale Reinfall. Ja, ich war wirklich. War das dann dein Bereich? Darf ich dich kurz? War das dein Bereich? Also, du kamst ja aus dem Vertrieb oder was hast du vorher gemacht? Also, war das die gleiche Schiene? Nee, ganz was anderes. Das waren Verpackungen und das zweite waren Babyprodukte. Ich war irgendwie in die Bademodenschiene gekommen und so, also es war irgendwie, jetzt ist es natürlich total lächerlich, ja, wenn ich das so denke, ja, weil, aber damals, ich war so verbissen, dass ich das unbedingt wollte und ich habe gesagt, na, das ist es jetzt und das mache ich jetzt.
Und irgendwie natürlich hat es dann nicht funktioniert, weil ich konnte mich in diese Welt überhaupt nicht reindenken. Ich glaubte, ich konnte... Ja, aber es war halt der nächste Schritt. Ne? Also es war halt der nächste Schritt, um aus dem anderen rauszukommen. Und durch das Machen ist dann quasi wieder was Neues aufgegangen. Ne? Absolut. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich da nicht gescheitert wäre auch, ja, weil es waren nach 6 Monaten war dann klar, na, das wird nichts mehr. Ja, die Rechnungen haben sich gestapelt und die Umsätze sind ausgeblieben und es war relativ rasch klar, dass das nichts wird. Und genau, es war dann halt ein nächstes Schritt. Es war für mich dann klar, okay, es war zum ersten Mal, dass ich mir eingestehen musste, irgendwie hat das nicht so funktioniert. Ich bin gescheitert. In dem Moment war es natürlich ein Scheitern für mich, weil bis dahin war alles immer tippitoppi, ne? Viel gereist und schöne Restaurants und gute Hotels und tolle Jobs, war alles tippitoppi. Und dann war es plötzlich nicht mehr so. Dann war ich noch dazu schwanger. Mit meiner ersten Tochter damals und das war irgendwie furchtbar. Mein Mann musste in Innsbruck bleiben und ich musste zurück zu meinen Eltern und es war wirklich echt schwierig für mich und bin dann wieder zurück in den Job, weil ich musste. Ich musste Geld verdienen, aber ich wusste immer, das ist ein Zwischenschritt. Ich wusste immer so, jetzt muss ich das machen, um das abzubezahlen. Ja, es war halt auch nicht so die Welt, aber und ich wusste immer, okay, und dann mache ich es richtig. Ja, und das war dann auch so. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt, was habe ich falsch gemacht in meinem Online-Shop, Modewaren, und was mache ich diesmal richtig? Und dann bin ich das auch richtig angegangen, habe gesagt, okay, was möchte ich überhaupt machen? Was kann ich gut? Was macht mir Spaß? Das ist so eine Leidenschaft von mir. Habe mich dann im Online-Markt, bin dann irgendwie ins Online-Business gekommen, kannte das vorher nicht, wusste nicht, was WordPress ist oder... Ja, Online-Marketing hatte keine Ahnung davon und habe dann einen Kurs gemacht und habe dann relativ rasch, und das war irrsinnig auch ein starkes Erlebnis von mir. Da bin ich bin vor dem Laptop gesessen und in diesem Online-Kurs war damals das erste, okay, was für ein Business soll man starten? Mhm. Was soll ich denn machen? Und ich weiß es nicht und hin und her. Und in dem Moment ruft eine Freundin für mich an und sagt, du Steffi, eine Freundin von mir, die möchte sich selbstständig machen, kannst dir nicht helfen? Und ich, okay. Ding dong. Ding dong, genau, danke. Und das war dann, da habe ich mal so überlegt, ja eigentlich alle Startup-Bücher und Coaching-Ausbildung habe ich. Und dann war plötzlich alles klar und dann war klar, in welche Richtung ich gehen möchte. Und ja, und nach einigen, auch kleinen Rückschritten habe ich es dann wirklich vor 2,5 Jahren geschafft, mein Business so aufzubauen auf dem deutschsprachigen Markt, dass es funktioniert, dass ich Kunden habe, dass es Spaß macht und dass ich davon leben kann. Und ja. Und das ist ja auch nochmal ein ganz großer Schritt gewesen zu diesem, ich bin echt, ne, Steffi, und ich zeige mich so, wo ich gerade bin mit meiner Authentizität, war ja auch nochmal ein Schritt von diesem, du bist ja sehr gut und bewandt auch im Englischsprachigen und bist, glaube ich, englischsprachig gestartet, ne, ja. Und aber das bringt dann, das hat nochmal ein bisschen mehr Echtheit gebracht, als du dann in deine Muttersprache zurückgegangen bist, glaube ich, und dann einfach so ein bisschen mehr dich nackt, also es fühlt sich das so an, sich noch ein bisschen mehr nackt zu zeigen. So, also weil ich finde, wenn man eine andere Sprache spricht, ist immer, auch wenn man die gut kann, ist es immer nochmal was anderes dann einfach. Absolut. Meine Freunde haben immer gesagt zu mir, ja, Steffi, irgendwie bist das nicht du. Ne? In den ganzen Videos und das, was ich gemacht habe, und irgendwie ist das alles so aufgesetzt. Und ich habe mir gedacht, na, die haben ja alle einen Vogel. Das stimmt doch gar nicht. Ja, bis ich mir dann wirklich das auch... Oder dann hat eine andere Freundin zu mir gesagt, du Steffi, mach's auf Deutsch. Mach's auf Deutsch. Ich sage, eigentlich ist es eh wurscht, ich habe nichts zu verlieren, weil da ist natürlich nicht viel rumbekommen dann, als ich das auf Englisch gemacht habe. Aber ich sage, okay, ich mach's. Innerhalb von einem Monat habe ich dann Webseite übersetzt und das alles auf Deutsch gemacht, also übersetzt und ins Leben gerufen. Und ja, und ab dann lief's. Und irgendwie, also, und da war auch ganz wichtig für mich, da habe ich dann gesagt, so, und jetzt mache ich's. So, wie ich mir das denke. Ich schaue nicht links, ich schaue nicht rechts. Ich denke nicht nach, was der andere mich denken werden, wie das andere sagen würden, ob das jetzt gut ist. Und ja, und das war es dann, was der Funken, der mir gefehlt hat. Super. Genau. Und ich denke auch gerade, hatte ich gestern sowas Ähnliches in einem anderen Gespräch, dass, also mir ist das ganz wichtig nochmal, wenn das hier so rausfunkt,
Weil ja die meisten Menschen an bestimmten Punkten dann denken, oh, jetzt, also zum Beispiel hast du da die Bademoden gemacht, ne, und dann war es das nicht und dann, oh, jetzt bin ich wieder schlecht und dann kommt wieder diese Selbstsabotagenummer, sondern dass eben das Leben hat da echt einen Plan dahinter und wir können manchmal nicht von weiß zu schwarz oder von schwarz zu weiß hüpfen, sondern brauchen erstmal so ein paar Zwischengraustufen oder auch Buntstufen, völlig egal, um da dann die Erfahrungen zu sammeln und die bringen uns dann aber zu einer neuen Positionierung oder zu einem anderen Reifegrad und so, dass es gar nicht mehr anders geht für einen selber zu sagen, so, da gehe ich auf keinen Fall weiter. Das ist, nein, also jetzt weiß ich wohin, ne? Und das hatte ich gerade den Gedanken, als du von, ich weiß, du warst ja amerikanischen Markt mit deinem Kurs, den du gebucht hattest, ne? Ich weiß nicht, ob du den benennen willst, egal. Ich glaube, ich weiß welcher. Und das ist ja auch nochmal so eine Sache, habe ich festgestellt, weil ich auch bei amerikanischen Bestsellern Kurse gebucht habe und belegt hatte. Das ist nochmal auch irgendwie wirklich so ein, okay, die geben dir natürlich Tipps, wie sie erfolgreich waren und wie sie es gemacht haben. Das ist das eigene Gerüst sozusagen. Und dann aber kommst du nach Hause und wir sind halt Europäer, ne? Also du bist ja jetzt nicht in Deutschland, aber wir haben nochmal eine andere Mentalität. Und dann ist es wirklich wie so dieses Mäntelchen, was du da bekommen hast, was sich bunt und schillernd anfühlte, was natürlich deren Mäntelchen war, sozusagen. Ja. Es glitzerte vielleicht auch ganz toll und es passt auch vielleicht ganz, ganz vielen anderen und da ist ja auch ganz viel drin, aber das nochmal genauer anzugucken und dann vielleicht umzutauschen in irgend so ein, ich sage jetzt mal, anderes Mäntelchen, was eben deins ist, was also wirklich so, wo man okay, schütteln und grundsätzlich ganz viele gute Dinge drin, aber was nehme ich davon mit? Also was nehme ich aus diesem ganzen Angebotskoffer da mit und wie setze ich das für mich, oder? Genau, und ich habe letztens nochmal das, wir können halt wir wissen halt nicht in dem Moment, für was es gut war. Und ich habe letztens in einem Buch gelesen, dass man die Punkte, die wir hinterlassen, nicht erst im Nachhinein verbinden können. Ja, also jetzt in der Zukunft, also ich würde es jetzt bringen, jetzt versuchen, diese Punkte zu setzen in unserem Leben und zu verbinden, weil diese Verbindungen, die würden eh ganz anders sein. Also es geht immer nur, natürlich, wenn wir jetzt zurückschauen, dann wissen wir, Punkt 1 geht zu Punkt 2 und so weiter und deswegen bin ich hier. Und das mit den Punkten, das hat mir so gut gefallen und das passt jetzt gerade gut und ich habe das gestern in der Badewanne, habe ich es gelesen und ja, deswegen. Es ist wirklich so, obwohl es manchmal natürlich schwierig ist, weil dann funktionieren eben die Sachen nicht so. Jetzt im Moment ist es einfach scheiße, Entschuldigung. Und ist es jetzt, fühle ich mich ganz schlecht, weil ich gescheitert bin für mich, weil ich irgendetwas nicht erreicht habe. Und jetzt im Moment habe ich eben diese Schwierigkeiten. Und da jetzt zu denken, ja, in 2 Jahren weiß ich dann, für was gut war, das bringt einem halt in dem Moment nichts. Aber trotzdem sich das nochmal herzuholen, beruhigt einen vielleicht, ja, in dem Moment. Es wird dadurch vielleicht die Situation nicht viel besser, aber man denkt, man weiß ganz genau, okay, ruhig bleiben, ja, genau. Es geht die Welt jetzt nicht unter und ich werde daraus lernen, also was kann ich daraus lernen? Obwohl, ja, dass ich noch einmal in dem Moment, das ist nicht sehr zufriedenstellend, ja, wenn halt solche Situationen eintreten. Und ja, genau, es ist einfach wichtig und deswegen stehe ich auch hier für Echtheit. Mir ist diese Echtheit ganz wichtig. Mir ist es ganz oft gesagt worden, Steffi, du bist so, bei dir weiß man einfach, an was man ist. Und meine Freunde, die würden das auch sagen. Die sagen immer, wenn du eine ehrliche Meinung willst, dann gehst du Steffi. Ja? Und wenn du kein Blablabla willst, dann gehst du Steffi. Und genauso halte ich es auch in meinem Business. Mit Echtheit und Ehrlichkeit kommt man halt am weitesten. Es ist halt schwierig, oder vielleicht für mich war es am Anfang schwierig, diese Echtheit auch zu zeigen. Ja, und dann auch so zu sein, ja, so zu sein, wie man halt ist und das ist gut. Ja, und so ist es gut. Ja, und man muss nicht irgendwie eine Rolle spielen, obwohl man das vielleicht glaubt am Anfang im Business, muss man Unternehmerin sein oder Businessfrau sein oder was auch immer. Ja, aber muss man gar nicht, man kann einfach so sein, man muss nicht, man kann oder so. Ich habe letztens gesagt, ich muss nicht 10.000 Euro verdienen, aber ich kann oder so. Ja, man muss nicht, aber man kann. Genau.
Also finde ich super geile Aussage, ganz wichtig auch, weil ab dem Moment, wo das Müssen, dass man ja, wenn du das fühlst, das Müssen, also manchmal nimmt man Muss ja und da ist keine Energie hinter, ne? Dann einfach so, ich muss jetzt mal einkaufen, aber das ist frei, so. Aber wenn du das wirklich fühlst, dieses ich muss das ja machen, dann ist das gekoppelt an so eine Opferhaltung. Und wenn du das schaffst, wirklich zu überlegen, okay, ich mache das bewusst, weil im Moment weiß ich gerade keinen anderen Weg. Also wirklich bewusst dahin zu gucken, ich weiß, es ist jetzt gerade so, wie es ist. Und also habe ich mich dafür entschieden. Ja. Es gibt nämlich immer eine Wahl. Also auch wenn es uns in dem Moment nicht so erscheint, gibt es immer irgendeine Wahl, die natürlich dann eine Konsequenz hat in irgendeiner Form. Wie alles, was wir tun, hat alles, was wir tun, was wir denken, was wir, wie wir handeln, hat ja Konsequenzen. Aber das ist total hilfreich. Das bringt ganz viel, also es bringt dich einfach in eine andere Energie. Wenn du dann dir bewusst machst, okay, im Moment ist die Situation, vielleicht bin ich ungeduldig, ich persönlich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, da ist immer so ein Wildpferdchen drin, das macht man so, wir wollen jetzt aber schon da sein, Und das Leben hat mich, also wirklich in den letzten 15 Jahren gelehrt, dass manchmal nicht so schnell auf der Rennbahn für mich laufen sollte, wie ich das wollte, aus meinem Kopf heraus. Ja, so. Und ich hatte wirklich mal ein Bild, so ein innerliches Bild, was ich empfangen habe. Ich spreche auch mit Engeln und sowas und derzeit habe ich das sehr intensiv gemacht und dann haben die mir liebevoll lächelnd so ein Bild gegeben, also es bekam ich dann innerlich, wie ich so ein Wildpferd bin, kennst du diese Rennbahn und die stehen ja alle in so Boxen und die Türen sind zu und ich bin dauernd dagegen gerannt, immer, oh, pff, ich will jetzt, ich will das jetzt genau so. Wirklich. Und bis ich sozusagen als Pferd dann mit Schaum vom Mund am Boden lag und dann so eine sanfte Stimme sagte, und in dem Moment, wo ich da lag, die Tür aufging und so eine sanfte Stimme sagte, hättest einfach mal gewartet, ne? Also, ja, genau. Hättest einfach mal vertraut also da komme ich halt her, ja, das ist so mein Ursprung und da ist ja, jeder hat ja eine andere, ich sag jetzt mal so eine andere Qualität, mit der so der eine darf vielleicht eher das lernen und der andere darf vielleicht eher das lernen. Und das war für mich echt eine Nummer da aus diesem, also das, es ging ja für mich darum, dieses Kopf und Herz zusammenzubringen oder Soul und Herz und Leben und alles zu verbinden. Und ja, da geht es manchmal nicht so, wie der Kopf dann wollte aus dem Alten. Ich habe noch einen Gedanken gehabt, als du das erzählt hast. Dann habe ich das gemacht, dann hat mich eine Freundin gefragt, Mensch, Steffi, hilf mal, oder eine Freundin braucht Unterstützung mit Selbstständigkeit, so, und dann, da ist das Thema, und ich durfte jetzt ja auch schon miterleben, also in der Zeit, die ich dich kenne, da gab es ja auch schon mal so wieder den nächsten Step, die nächste Ebene und so ein quasi Relaunch, und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil du ja auch gesagt hast, Punkte, dieses, ich hatte heute Morgen unter der Dusche, mach es einfach, also es gehört, glaube ich, auch zu deinen Sätzen, mach es halt einfach. Ja. Ne? Und das ist auch so etwas aus dem alten Business, so wie ich noch, also wirklich ein paar Jahre zurück, wie viele das mir vermittelt haben, was Professionalität bedeutet und erfolgreich ist, dass du, ich sage jetzt mal, du musst das ultimative Logo finden, den ultimativen Auftritt, weil du damit zur Rente gehst. Und das ist halt in meinen Augen, also jedenfalls für die Menschen, die innere Forscher sind, die immer weiter suchen, was das Nächste ist, die wachsen wollen und die in Bewegung bleiben wollen. Und da ist es Quatsch, dir diesen Druck zu machen, weil das, du gehst und dann machst du eine Zeit und du denkst, das ist das Tollste, was ich gerade gemacht habe und es fühlt sich so toll an. So, und dann irgendwann ist das vielleicht durchgerockt, weil da hast du deine Erfahrungen alle eingesammelt und dann möchte deine Seele, sag ich mal, wachsen und dann kommt halt ein neuer Teil und also sich da vielleicht auch gar nicht so einen Stress zu machen. Und ich glaube, wir Frauen, das ist das, was wir gut können, dieses Verbinden. Also jetzt auch gerade wir Mütter, weißt du, das läuft ja auch so im Alltag, irgendwer hat irgendwas benutzt, was total easy und toll war und Freude gemacht hat, dann erzählst du das im Freundeskreis und zack, ist das überall in jedem Haushalt so ungefähr. Ja. Also, weißt du, und da, wo wir am nächsten dran sind, das ist, glaube ich, das, wo much energy ist. Also dieses, was dir selber gerade echt Freude macht. Und du bist jetzt ja gerade selber nochmal in so eine, also du hast ja diesen tollen Kickstarter auf die Beine gestellt, kannst du gerne noch was zu sagen gleich. Mhm. Und jetzt hat es nochmal eine andere Dynamik gekriegt, ein anderes Level oder eine andere Ebene, erzähl du gleich selber. Und weil du da gerade selber für brennst, da weißt du, du musst, also was, es wird ja nicht funktionieren, wenn du irgendwo an einem Punkt
Punkte verbinden, stehen bleibst und sagst, so, und das mache ich jetzt 30 Jahre, weil irgendwann so, Ja, of course, ne? Ja. Oder? Für das haben wir ja nicht unser eigenes Projekt, Business, Unternehmen, Selbstständigkeit gestartet, dass man jetzt, und viele sagen das, oft viele kommen zu mir und sagen, Steffi, aber jetzt, ich kann mich nicht entscheiden, weil ich muss mich ja jetzt entscheiden und das mache ich dann die nächsten Jahre. Sage ich, nein, natürlich muss man sich jetzt entscheiden, wenn ich jetzt was machen will, muss ich, aber sage ich bitte, nein, du entwickelst dich und ich auch und ich merke immer und ich, du bist eine, die mir das, die mich auch darauf gebracht hat durch, durch einen Kommentar. Ich habe ein Webinar gegeben und dann habe ich was gesagt und dann hast du irgendwie kommentiert und hast das Wort langweilig benutzt. Also nicht ich, sondern der Steffi wird langweilig oder so, ne? Und aber ganz liebevoll, ganz liebevoll. Es war eher so mit wirklich, ich liebe ja solche Interaktionen im Webinar und so. Das ist dann was ehrlich und echt ist und deswegen ist es super, ja, und mich kann man eigentlich mit fast gar nichts vor den Kopf stoßen. Also das ist wirklich super. Aber das ist genau immer der Punkt bei mir, wenn ich so selber so, na super, ist langweilig, na, jetzt mache ich schon wieder ein Webinar und mache ich schon wieder in das Freebie und mache ich halt, ja, das ist immer so für mich ein Zeichen, okay, es muss was passieren, ja, ich stecke schon in der Veränderung drin, aber merke es gar nicht und gehe dann im wahrsten Sinne des Wortes schwanger damit, ja, ja. Und irgendwann kommt das Kind auch auf die Welt, aber da muss man sich auch die Zeit geben und ich sammle immer diese ganzen Impulse während meiner Schwangerschaft, also wenn ich jetzt mit der neuen Idee schwanger gehe, ja. Und dann setze ich mir ein Datum, sag so, und dann setze ich das alles um, diese ganzen Ideen, was ich gehabt habe. Und dann ist es so frisch und neu und habe jetzt auch im September meine neue Webseite gemacht und neue Fotos von mir gemacht, weil alles plötzlich neu sein musste und dann geht's wieder, dann macht's wieder Spaß, dann kommen neue Ideen und dann verändert man sich und das Business verändert sich und die Kunden verändern sich und dann, ja, ist es wieder frisch und neu und macht wieder mehr Spaß, genau. Das finde ich gerade total wichtig, was du gesagt hast. Also das heißt, genau so ist es nämlich, das ist ja ein schleichender Prozess. Also du machst erstmal das, was du liebst. Also das machst du ja sowieso. Das ist ja jetzt, du bist ja schon da. Du machst, was du liebst und du liebst es, deinen Kunden zu helfen und zu beraten und irgendwie Know-how zu vermitteln und so weiter. Und dann ist es ja so ein schleichender Prozess, dass du, erstmal merkt man das ja, da ist der Mensch irgendwie, glaube ich, auch zu faul zu. Ja, am Anfang merkt man das noch nicht, dass es vielleicht schon in dieses Ausschleichen geht. Und dann kommen nämlich diese Punkte, dass man selber so ein, oh, jetzt muss ich das machen. Oder, also, dass man dieses Durchringen da kriegt und das nicht mehr so, ja, und jetzt auch aufregend, sondern so, dass da so Routine reinkommt, sag ich mal. Ne? Und wenn es zu viel Routine wird, ein bisschen gehört ja dazu und Struktur ja auch, aber dann, was jetzt? Und da hast du gerade was ganz Tolles gesagt. Dann fängst du an, Impulse zu sammeln. Notierst die alle für dich? Also hast da scheinbar so ein Schatzkistchen oder so ein Heftchen oder so ein Ort, wo du das einsammelst? Und wie verhältst du dich dann in der Zeit? Das ist ja genau die Schwangerschaft. Sprichst du da mit anderen Menschen schon darüber oder behältst du das bei dir? Ja, also ich spreche viel, ein großer Sparing-Partner für mich ist halt mein Mann, ja, weil der halt immer da ist und auch, wie soll ich sagen, mein Mann war immer der, egal, was ich gemacht habe, ob jetzt Bademoden oder was auch immer, der hat immer gesagt, ja, komm, mach. Ja, komm du. Und das weiß ich eh, dass das was wird. Und der, also wirklich, und der ist so, so wertfrei auch, ja, und deswegen kann ich da das alles abladen bei dem, ohne dass der das gleich kommentiert, weil das braucht man ja in dem Moment noch gar nicht. Genau. Ja? In diese Inspirations- oder Ideenphase ist, dann soll man jetzt gar nicht werten, das wird nichts oder das ist nicht so gut oder diese Farbe oder jene. Genau. Sondern einfach mal sammeln und irgendwo abladen und er sagt dann immer, ja, ja, ja und gibt dann halt schon seinen Kommentar, aber einfach wertfrei. Und ja, aber ich bin eher da eher, ich mache das eher, also abgesehen von meinem Mann, ja, ich habe auch, ich habe wen, ich würde sie so eine, früher war es Accountability-Partnerin, jetzt eine Freundin geworden. Mit der spreche ich alle eine Woche bis 10 Tage. Und die hat auch ein Online-Business und wir unterstützen uns da jetzt schon echt lange. Und die ist auch, glaube ich, diejenige, bei der ich das immer anbringe. Aber eigentlich
mache ich es, glaube ich, zu 70% mit mir aus. Ja. Irgendwie. Ich sammle das dann und ja, geht es dann richtig schwanger damit. Also genau, finde ich total wichtig. Also das heißt, du suchst dir in der Phase, ist ja sehr fragil, ne? Ist ja ähnlich wie mit einer tatsächlichen Schwangerschaft. Das heißt, was kommt dabei raus? Es ist ja noch nicht sichtbar. Das heißt, du sammelst und dann suchst du dir, also es wäre auch mein Tipp an der Stelle, wirklich ganz vertraute Menschen, wo du einfach ein Bauchgefühl hast, dass das stimmt. Ja, dass du da gut aufgehoben bist, dass das nicht platt gemacht wird oder gleich in die Bewertung geht. Was soll aber rauskommen und wann machst du das? Und also wenn das so ist, dann das kann ich nämlich leider an der Stelle nicht mit meinem Partner teilen. Aktuell, das kann sich ja noch verändern, weil der einfach, der ist im Vertrieb, der ist sehr natürlich sehr da auf der Schiene und das ist in dem Moment ist ganz wichtig für mich, dass ich das tatsächlich so ein bisschen beschütze. Und genau gucke, mit wem teile ich das, damit das wachsen kann und ich schon gleich in der Sammelphase schon platt gemacht wird, so ungefähr in mir, ne? Weil da ist ja noch so ein fragiler Moment. Und dann, wie machst du das dann? Wie wäre deine Empfehlung? Ab wann weißt du denn so ungefähr, ist das ein Bauchgefühl, dass du dir ein Datum setzt, dass du sagst, so, also das ist ja genau der Punkt, da komme ich dann ins Machen. Entsteht es automatisch oder sagst du, nee, ich trage mir schon mal in 2 Monaten was im Kalender oder wie gehst du davor? Was wäre deine Empfehlung? Also es kommt darauf an, wie groß das Projekt ist. Bei mir war jetzt damals die Webseite und da hat es im Juni angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich kann meine Farben und meine Webseite auch gar nicht mehr sehen, das gefällt mir alles nicht mehr. Und dann, glaube ich, war es im Anfang August, dass ich mir dann gesagt habe, okay, Mitte September. Also es waren so 1,5 Monate, vorher. Genau, aber es muss, für mich war das auch zeitlich her vollkommen okay, also das muss man selber sehen. Bei mir ist es dann so, dass alles so klar ist. Das war innerhalb von 2 Wochen war das alles erledigt. Die Texte sind gestanden, die Fotos waren fertig, die Farbe war in 2 Minuten ausgesucht, ja, weil ich alles irgendwie schon im Kopf hatte. Und da haben wir dann Unterstützung geholt mit, okay, wie bringe ich das jetzt message-mäßig rüber und was soll es sein? Aber sonst war eigentlich ganz klar, alles schon klar für mich und deswegen ist es dann auch relativ rasch in die Umsetzung gekommen. Ja, weil du das schon in dir hattest, ne? Ja. Also du hattest nicht mehr diesen Suchprozess, wer bin ich, was soll ich machen, sondern im Grunde, das kenne ich nämlich auch sehr gut, also ich habe das ganz klar in mir. Und das, was du gerade sagst, das kann ich auch, das ist vielleicht wichtig dann, dass man sich da nicht verzettelt, wenn du dann quasi vielleicht an der einen oder anderen Stelle, vielleicht brauchst du Grafik-Support oder vielleicht brauchst du Technik-Support, sich da nicht zu vertüdeln, sondern dann eben zu gucken, weil du hast es ja schon in dir, wer kann mir da bei der Umsetzung helfen, um das dann eben auch schnell zu sehen, damit es nicht in so eine Frustphase kommt oder so, ne? Genau, bei mir ist auch so, wenn ich irgendwo anecke, also gedanklich, wenn ich nicht weiterkomme, wenn ich denke, oh Gott, wie soll ich das machen? Dann ist für mich immer der Moment, okay, da brauche ich Unterstützung und die hole ich mir dann. Ja, ich glaube, es ist halt wichtig, dass man dieses Datum oder diesen, wann soll es denn jetzt umgesetzt werden, nicht zu sehr in die Zukunft schiebt. Also, aber das muss man auch jeder persönlich mit sich ausmachen. Aber ich glaube, ich sehe Gefahr, wenn man es zu lange macht, dass man zu lange schwanger geht damit und dann sagt, und dann schon so viel drüber nachgedacht hat, eigentlich ist es ja alles Blödsinn, oder? Also ich glaube, für mich ist es wichtig, in die Umsetzung zu kommen, damit ich auch dann sehe, entsteht das wirklich oder läuft das alles so, wie ich mir das vorher gedanklich gemalt habe. Mhm. Oder weil die Form oder die Anpassung passiert dann ja durch das Machen auch, indem du dann das auf die Straße bringst sozusagen, kommt dann ja die Angleichung oder vielleicht auch noch, ne, dass man merkt, das läuft oder dann kriegst du nochmal neue Impulse, also es wird dann ja sozusagen nochmal neu beflutet, ne, dass man denkt, ach, da könnte ich da noch oder das ist jetzt ja, da kommt noch eine Idee dazu. Also es baut sich ja dann auf noch mehr wahrscheinlich durchs Machen einfach und durch die natürlichen Reflexionen und Erfahrungen der Kunden und was die sagen und das ist ja ganz wichtig. Ja, genau. Also schon auf das, ich glaube, ein bisschen Druck schadet nicht in diesem Prozess, aber ein bisschen, nicht zu viel, genau. Und die machst du dir ja selber sozusagen. Also du entscheidest, eigenverantwortlich ist ein ganz großes Wort für dich, kenne ich sehr gut auch, kann ich voll mitgehen. Also das ist so,
Du setzt quasi eigenverantwortlich deinen Termin und sagst so, dann möchte ich das. Und dann kannst du ja auch als Unternehmer eigenverantwortlich entscheiden, boah, das ist vielleicht doch eine Woche zu früh, ich schieb's nochmal nach hinten. Aber du hast grundsätzlich schon so ein Time-Raster halt. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr so offener Loop, sondern weißt schon, ah, da geht's los. Oder dann, und dann beginnt nämlich auch so ein innerer Motor, dahin zu arbeiten. Das, so ein inneres Navi. Und ja, genau. Und das ist eben der große Unterschied zum Angestelltenverhältnis. Im Angestelltenverhältnis sagt dir jemand wahrscheinlich, wann diese Deadline ist. Ja, und das ist für mich, ja, wie, weiß ich nicht. Undenkbar. Ja, genau. Das ist für mich, ja, das ist ein Game Changer. Ja, einfach, dass ich dieses Datum setzen kann und dann sagen kann, okay, ich habe das nicht, es geht jetzt nicht aus bis 18. und muss bis 27. warten, was auch immer. Und dann ich auch meine E-Mail-Liste schreibe, Leute, es geht sich nicht aus, wir müssen noch eine Woche warten oder auch gar nicht. Ja, also je nachdem. Und das ist für mich ja wirklich die absolute, ja, das Top in der Selbstständigkeit. Ne? Mhm. Genau. Super. War du da, ich muss noch mal fragen, hattest du denn als Kind so, so einen Traum, was du mal werden wolltest, was so ein bisschen, wenn du guckst, damit zu tun hat, was du heute machst? Oder, also, ich weiß nicht, bei den Jungs ist es ja Feuerwehrmann oder keine Ahnung, was ist es bei den Mädchen? Also, hattest du so eine Idee? Ja. Wenn ich meine Tochter jetzt frage, die ist jetzt 5, ja, oh Gott, das muss ich jetzt erzählen. Also, habe ich sie mal gefragt, sage ich, Laura, was möchtest du denn werden, wenn du groß bist? Und sie sagt, Mama, ein blaues Einhorn. Sage ich, grenzgenial. Also sie hat nicht sofort an Beruf oder Ding gedacht. Ja, also sie, ich habe, ja. Und dann aber kam sie zu mir einmal und sagt, Mama, ich weiß noch nicht, was ich werden will. Also halt beruflich, sage ich, Laura, ich bin jetzt deine Mama und ich bin schon erwachsen und manchmal weiß ich es auch nicht. Also es ist überhaupt kein Problem, wenn du das mit 5 nicht weißt und vielleicht weißt du es dann in 2 Jahren und in 4 Jahren weißt du es wieder nicht und vielleicht weißt du es morgen und übermorgen weißt du es wieder nicht und es ist überhaupt kein Problem. Also, und genau das ist es ja. Das, was wir vorher gesprochen haben, ja. Dass es sein, sind oder sein möchten, muss ja nicht sein, dass wir das in 2 Jahren noch immer wollen oder in 2 Wochen. Genau. Was auch immer. Und aber und ich die, und die, ja. Ja, und die Punkte, ne? Die Punkte kannst du halt noch nicht jetzt setzen zu, genau. Es ist, sondern nur rückwirkend, haben wir schon gesagt, ja. Aber ich kann mich nicht erinnern, was ich immer gesagt habe, ist, dass ich möchte, wenn ich groß bin, möchte ich nie selber mein Zimmer zusammenräumen müssen. Ja, das war ich weiß nicht, das war für mich immer so, ja, ich möchte jemanden haben, der mein Zimmer für mich zusammenräumt. Okay, gut. Aber nee, ich habe das nicht gehabt. Also, hast du dann jetzt jemanden, der dein Zimmer zusammenräumt? Ja, jetzt habe ich jemanden, der mein Zimmer, ist auch nicht ganz, ist für mich eine wirklich, oh mein Gott, ganz wichtig. Eine Fee, ja. Die Haushaltsfee. Genau. Wie schön, ja, darf ja auch so sein, genau, es gehört ja auch mit dazu, zu dem, du schaffst dir den Teppich als Unternehmerin und bringst das entsprechende Einkommen rein und hast dann die Freiheit, da haben wir wieder Stichwort, zu entscheiden, was dir gut tut und wenn das eben eine Unterstützung im Haushalt ist oder vielleicht auch, egal in welchem Bereich jetzt, dann kannst du das eben einfach tun und diese Freiheit gibt dir dein Unternehmen und das ist total wertvoll, finde ich. Absolut. Und ich habe diese Woche, war so eine Woche, in der mir, wie soll ich das sagen, so ein Funken übergesprungen ist, weil ich habe mit meinem Coach gesprochen und die hat zu mir gesagt, na Steffi, für was magst du das und das verdienen? Also jetzt sage ich mal Hausnummer 10.000 Euro, 20. Und ich sage, so halt, ne? Und sie sagt, naja, wie soll denn das Geld wissen, wo es hinfließen muss? Und ich sage, was? Und dann sagt sie zu mir, ja, du musst ja wissen, sind das jetzt 200 Euro monatlich für deine Putzfee oder ist es das 50 Euro für den Pullover
Und ich sage, na wie, das weiß ich ja nicht. Dann sagt er, das musst du jetzt aber dem Geldfluss sagen, sonst weiß er nicht, warum der kommen soll. Und das habe ich so geil gefunden, weil ich habe immer den Fehler, also den Fehler, ja, ich habe immer gesagt, das ist mein Umsatzziel. Ja? Und habe aber selber nie gewusst, warum möchte ich das? Wofür will ich das? Genau, wofür will ich das? Was möchte ich mir damit erfüllen? Soll es einfach nur am Sparkonto liegen oder so? Für was ist es denn? Und das war für mich so eine Woche. Das war so geil und jetzt sitze ich da und vielleicht auch ein Tipp für alle anderen. Also ich habe mir das heute noch auf meine To-Do-Liste geschrieben, dass ich genau meinen Wunschzettel auch aufschreibe. Ja? Dass ich genau weiß, warum möchte man das denn verdienen? Und da wirklich jede Position. Und wenn es ist, weiß nicht. Neue Bluse kaufen. Ja, neue Hosen kaufen, Schuhe kaufen für die Tochter, weiß ich nicht, Wellnesswochenende mit der Freundin, was auch immer. Aber das ist so, wo ich lange verpeilt war und also diese Zahlen, diese große Zahlen in meinem Kopf hatte und mit denen umgegangen bin, aber nie gewusst habe, ja, wofür eigentlich. Ja, ich glaube, das ist, weil wir eine sehr männliche alte Struktur, die wir halt einfach so übernommen haben. Ja. Dieses Zahlen, Daten, Fakten, ne? Also da Hauptsache die Zahlen, egal, also es ist ja ganz oft noch auch in der Wirtschaftswelt, egal was dahinter steht, und dann rollen halt auch gerne mal Köpfe und dann wird auch gerne mal ausgebrannt, gerade in großen Firmen, ne? Hauptsache die Zahlen, so. Und aber das finde ich gerade total, auch du hast nicht den Fokus dann da gehabt, dass du gesagt hast, bei ja, ich verdiene das Geld mit meinem Kurs, ich verdiene das Geld mit Einzelcoaching. Das ist ja auch ein Ansatz, der schon sehr bekannt ist. Ne? Also wie, über welche Tools bringe ich das rein? Ja, sondern genau. Also du hast dem Geld quasi erzählt, ich habe gerade so ein geiles inneres Bild, so ein riesen Wasserfall in so einem, keine Ahnung, wunderschönen Einhornfilm. Alles glitzert, ist ganz bunt und von oben kommt so ganz viel Wasser runter. Das ist dann ein Geldfluss, also und der geht dann da unten in die ganzen Bäche und Abzweigungen und da ist dann einmal halt das Styling, also deine Klamotten, die du kaufst für deine Familie und für dich selber und da ist einmal die Haushaltshilfe, die auch ihre Wertschätzung haben soll und auch gerne gut bezahlt wird. Ja. Da ist dann irgendwie das Wellnesswochenende und alles macht so bing, bing, leuchtet so auf. Ja. Mach ich auch gleich. Setze mich gleich hin und schreibe so eine Liste, wie cool. Ja. Und das und ja und auch mein dann habe ich eine Position drin, so eine Wohlfühlposition. Ja, wo ich mich einfach gut fühlen würde, wenn ich diesen Betrag am Ende auf dem Sparkonto jedes Monat habe und vielleicht dann auch weiß, und dass mir einfach nur gutes Gefühl gibt. Und genau, dann wird es plötzlich zur Emotion. Dann ist es nicht nur Geld und Umsatz, sondern es ist dann plötzlich eine Emotion steht dahinter oder genau. Also das war für mich diese Woche. Die Woche. Super geil. Ja. Wirklich? Echt, und auch vor allen Dingen dieses, geht zurück zu dem Punkt, weil der mir genauso wichtig ist, also dieses, da haben wir ähnliche Werte natürlich, irgendwie Ehrlichkeit, authentisch du selbst sein, dann die Freiheit natürlich. Ja. Also das ist, und dann hast du die Freiheit, also das sich auch zu erlauben, glaube ich, sich zu erlauben, ich darf mir das erlauben, ja, wenn ich mir vorstelle, ich habe halt monatlich Summe XY auf meinem Konto im schwarzen Zahlenbereich, nicht im roten. Das gibt mir ein Wohlgefühl und das erlaubt mir in meinem System Entspannung zum Beispiel, ja. Und gar nicht so, warum, wieso, weshalb, sondern das darf so sein, weil dann kann ich mich auch noch weitermachen. Dann kann ich noch mehr auch Kreativität empfangen oder was auch immer. Es macht mich weicher, es macht mich friedlicher. Es hilft mir einfach, um noch mehr vielleicht in meiner Schöpferkraft zu schöpfen und zu erschaffen und zu in die Welt zu bringen. Und das finde ich eine ganz tolle Idee. Ja. Mach die. Und schön, passt doch wunderbar auch jetzt in die Adventszeit, tatsächlich irgendwie einen Wunschzettel zu schreiben. Ja. Für den Geldflow. Ja, wo darf der hin? Und finde ich jetzt auch eine ganz entspannte, fühlt sich ganz leicht und weich an und gut für 2018. Einfach das so freudig und gar nicht irgendwie mit Kopf, sondern einfach vielleicht die Liste auch liegen lassen und immer mal, wenn ein Impuls kommt, wieder was dazu schreiben. Muss ja nicht alles auf einmal entstehen. Ne? Genau. Ja. Toll. Das macht Spaß. Das ist eine tolle Aufgabe. Sehr schön. Ja. Das ist echt schön.
Ganz schön. Und die Zahl dazu brauchst du dann noch, also du hast die Zahl schon stehen, das heißt, du hast eine Zahl im Kopf und dann richtest du aber die Intention, also dass da was hinterlegt ist, ne? Dass du hast schon dein Umsatzziel also genau. Auch noch präsent. Eben, genau. Und das aber es soll dann genau das auch rauskommen, damit man, also sagen wir jetzt, das sind jetzt 10.000 Euro. Und dann die ganzen Positionen, die halt man privat braucht und auch und auch businessmäßig braucht, und wo soll das Geld dann hinfließen? Und das auch dann immer auch steigern, dass man sagt, okay, aber na gut, dann nächstes Monat möchte ich dann aber, weiß ich nicht, mir Nummer X absparen oder auf mein Sparkonto, weil es mir ein gutes Gefühl gibt. Weil das ist auch etwas, was für mich diese Woche halt so großer Augenöffner war. Dass, wenn ich dort das Minimum raufschreibe, wird auch immer nur das Minimum kommen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel jetzt weiß, im Monat habe ich 1.000 Euro Fixkosten. Und wenn ich meinem Geldfluss sage, ja, mehr brauche ich ja nicht. Na, diese 1.000 Euro sollen Hauptsache, sein. Hauptsache das. Mhm. Ja, weißt du? Dann wird auch nur das kommen. War auch für mich ein großes Thema. Geld ist ja für mich ein großes Thema. Womit ich mich sehr viel auch mindsetmäßig beschäftige, weil es mich immer wieder, Geld mir ganz viel Angst gemacht hat. Ich habe mal so einen Kurs gemacht und dann habe ich mal die Frage, wie stellst du denn Geld vor? Und für mich war es ein großer schwarzer Mann, der mich da von Europa anschaut und ich dachte, das kann nicht funktionieren. Und dann ist mir das so wie, und ich weiß nicht, ich glaube, wir Frauen haben da eher das Geldthema, ja, und dann haben wir gedacht, das kann nicht funktionieren. Also ich will ja gar nicht, dass ein schwarzer Mann da zu mir da ständig kommt, ja. Und ja, also es war auch so. Also Geld ist für mich ein großes Mindset-Thema. Das kommt wahrscheinlich aus der Kind, ich weiß es nicht. Aber ja, jetzt habe ich mich verzettelt. Nee, also deswegen ist es jetzt ganz wichtig gewesen, dass du halt dich damit beschäftigst und dass du warst beim Thema Mindest, genau. Wenn man dem immer sagt, also 1.000 zum Beispiel, dann kommt auch nicht mehr, da warst du dran. Ne? Ja, deswegen immer schön auch was drauflegen, was einem gut tut. Ja, Genau. Ja, super Tipp. Was kannst du denn, also jetzt erstmal wünsche ich dir natürlich eine ganz tolle Zeit. Du hast ja jetzt noch ein paar Monate, bis dann eure Familie gewachsen ist, auch äußerlich, also ist ja schon da. Was hast du dir denn jetzt noch so, was wünschst du dir denn jetzt selber noch so für die Zeit oder was möchtest du jetzt gern, sind zwei Aspekte, aber was möchtest du gern noch mitgeben hier für den Talk? Ich möchte mitgeben, dass es muss, also das eine, was immer da sein muss, glaube ich, egal ob im Business, ist einfach die vollkommene Überzeugung, ja, dass das ich bin und dass das, ja, dass wenn ich etwas mache, dann soll es von innen heraus passieren und dann soll es auch wirklich das sein, ja, das macht mir Spaß. Auf was hättest du denn so richtig Lust? Nicht, man muss, sondern du kannst, ja. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und auch immer das Ziel, was wir jetzt gerade besprochen haben, immer mit einer Emotion hinterlegen. Ja? Also nicht zu denken, okay, wenn ich das und das mache, verdiene ich das und dann kann ich mir das kaufen. Ja, aber was passiert denn dann? Was für Emotion steckt dahinter? Also das immer mit Emotionen, also das Ziel immer mit Emotionen oder Erfahrungen, die ich mache, koppeln. Und dann macht es auch mehr Spaß und fällt einem auch leichter. Ja, also. Ja, und vielleicht genau diese Wenn-Dann-Kopplung weglassen, weil Wenn-Dann ist immer ganz tricky. Da habe ich gerade gedacht, ist ganz schnell, kenne ich auch von mir so drin, wenn ich dann erstmal das und das und das, ja. Dann kann ich ja bla bla bla. So, dann bin ich halt nicht im Jetzt, ne? Dann bin ich, genau. dann gebe ich meine Kraft wieder in irgendwelche Punkte, von denen ich noch gar nicht weiß, wie sich das anfühlt. Also ich kann ja nur mit dem sein, was gerade ist. Und das ist aber was anderes. Das ist eher, weil es mit einem positiven Gefühl verkoppelt ist, wenn du dann eben sagst, so, ja, was ist denn mein innerer Antrieb? Also warum will ich das denn jetzt? Also warum will ich jetzt zum Beispiel, weil wir jetzt gerade Geld haben, warum will ich denn jetzt einfach wirklich ein
für mich total genialen Umsatz haben, an jetzigen Punkt, der kann sich ja jederzeit verändern, aber das, wo ich merke, so, boah, das wäre richtig cool, das gibt mir ein gutes Gefühl und was so, und dann eben das zu machen, was du gesagt hast. Also warum habe ich da so einen Antrieb? Weil da steckt immer was dahinter. Und gut, da kann man jetzt sagen, ja, weil ich habe die und die Kosten, das ist dann so Ratio, ne? Das ist jetzt, ja, dann kommt vielleicht Beruhigung rein auch, ja, ne? Und dann aber eben gibt es immer Punkte, so, oh, dann könnte ich mal mit meiner Freundin, das ist natürlich auch, passt auch, weil ich das immer sage. Das ist was ich mit einer Freundin neulich, habe ich gesagt, ja, wofür will ich eigentlich jetzt meinen Umsatz steigern? Warum ist mir das wichtig? Jetzt neben den Fixkosten, die wir hier zu Hause haben, dass da auch Entspannung reinkommt, so. Aber weil ich das so genial finde, diese Freiheit zu haben. Ja, und dann lade ich eine Freundin ein und dann fahren wir halt mal ein paar Tage auf ein Wellnesswochenende oder in Urlaub. Das finde ich einfach super. Das habe ich früher auch gemacht, als ich da noch im Agenturbusiness war. Ne? Da habe ich Leute eingeladen und bin mit denen in Urlaub gefahren. So. Mhm. Und das finde ich total, das motiviert mich persönlich. Das kann aber ja bei anderen was ganz anderes sein. Das, ne? Also es sind ja ganz unterschiedliche, wo das Herz aufgeht, denke ich. Das fühlt auch jeder. Ja. Wo du wirklich, oh ja, und dann eben aber nicht, ja, das kann ich mir jetzt ja noch nicht leisten. Und deswegen, dann kommst du nämlich in dieses, muss ich das Geld verdienen? Ja, genau. Sondern, ja, weil das ist toll, da geht Freude hin und da habe ich Lust zu. Also da drauf zu achten, welche Gefühle, was du gerade gesagt hast, die Gefühle hinterlegen und eben da bewusst mit umzugehen, schmier ich da ab in so eine, ich muss ja, ich kann ja, wenn doch, aber hätte, Kette oder bin ich da wirklich in dieser Freudekette drin? Das ist eine andere Energie dann einfach. Genau. Ja. Ja, und dann einfach, wie du schon gesagt hast, von innen war ja dein Stichpunkt auch, ne? Von innen heraus einfach gucken, ob es zu dir passt. Und das fühlt man, glaube ich, auch. Also das fühlt, letztlich fühlt es jeder. Ja. Manche fühlen, also manche fühlen es früher oder später. Ja, genau. Ja, für manche ist das Bauchgefühl schneller da, glaube ich. Aber es kann man, also ich, für mich war Bauchgefühl überhaupt nicht präsent bis vor einem, zwei Jahren. Ja. Also ich habe immer nur mit dem Kopf gedacht, bis ich dann umgedacht habe und gesagt, na, da ist ja noch etwas, ja. Das ist ja noch das Bauchgefühl oder was auch immer, wie man es halt immer benennen möchte. Und genau. Also. Das kann man ja auch lernen, genau. Da kann man sich ja auch, das hatten wir auch das Thema, hast du auch gesagt, wenn du irgendwo mit deinen Fragen nicht weiterkommst, holst du dir Support. Genau. Und das kann ja vielfältige Formen sein. Das kann natürlich Support sein, den man vielleicht auch bezahlen muss. Das kann aber ja auch eine Freundin sein oder mal die Mama. Oder also es kann ja im Bekanntenkreis, also nur einfach dann auch nicht zu lange allein drauf rumkauen. Es gibt Phasen, da gehört es da auch hin. Das wird derjenige dann auch spüren. Also das spürt man in sich, dass wenn du wirklich stuck ist dann und das auch schon länger, dann sich da vielleicht einfach Unterstützung zu holen. Also und dann öffnen sich da vielleicht neue Türen. Ja. Du Liebe, ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen hier was mitgegeben. Ja. Was? Und danke dir für diese Zeit, für das Gespräch und wünsche dir natürlich von Herzen wirklich alles Gute für euch alle. Und würde ich sagen. Danke, Karin. Ja, es war wirklich sehr, ich habe auch viel wieder gelernt in diesem Gespräch. Man lernt ja dann auch selber immer was, wenn man so Revue passieren lässt und ich habe mir auch Dinge nochmal notiert und ja, Dankeschön und ja, eine tolle Adventszeit noch allen. Ja, und ja, hat mich riesig gefreut. Dankeschön, Karin. Mich auch. Dann sagen wir jetzt Tschüss und dann kommt der Daumen auf mein Handy und macht die Auszeichnung aus. Ja. Tschüss. Tschüss.